Es gibt gewisse Begriffe, da fällt es einem doch einfach schwer, sich das vorzustellen. Das Auge des Killers. Was soll an dem Auge eines Killers anders sein? Aber dann sieht man zum Beispiel das hier. Oder vielleicht zum Beispiel das hier. Und weiß, okay, ja, was, das ist das Auge eines Killers. Anyways, der gleichnamige Film mit David Keith und Kathy Moriarty wurde vor einiger Zeit bereits von Arrow Video in England veröffentlicht, nämlich unter dem Originaltitel White of the Eye. Ein Film, der damals sogar im Steelbook ausgewertet wurde und eben in dieser Form auch in meine Sammlung gewandert ist. Aber wo ich mich jetzt tatsächlich noch einmal breitschlagen habe lassen, bei der Mediabook-Auflage von NSM zuzuschlagen. Der Grund ist ganz einfach, dass NSM von diesem Titel einfach einige wirklich geniale Cover-Artworks anbietet. Und das geht bis hin zu einem Cover E, wo ich mir wirklich schwer getan habe, welche Version dann letztendlich in meiner Sammlung landet. Cover E, wusste ich, wird es wahrscheinlich nicht. Das ist immerhin mehr oder weniger dasselbe Artwork wie das von Arrow Video, nur halt quasi in Schwarz-Weiß-Rot gehalten. Im Endeffekt habe ich mich dann für das hier vorliegende Cover D entschieden, weil ich das irgendwie einfach dann noch am schönsten fand und noch ein bisschen schicker als das, was man auf der alten deutschen VHS-Kassette gesehen hat. Wir können uns dieses Cover noch einmal näher anschauen. Weil langsam aber sicher kommt mir dann doch ein bisschen der Gedanke, was das Auge des Killers ist. Nämlich offensichtlich, dass das weiße Lichtblitze aussondert. Warum das dann allerdings sein Pickel auf der Stirn auch tut, ist wiederum eine andere Frage. Bei ihr, glaube ich, ist es ehrlich gesagt dann weniger das Auge des Killers, sondern vielleicht ein bisschen das Auge des Hare Krishna-Zombies, beziehungsweise warum Quentin Tarantino hier mit einem Gewehr herumsteht, ist wiederum eine andere Frage. Aber keine Sorge, er wird sowieso von einem Typen mit einem übergroßen Messer irgendwann einmal abgestochen. Das war meiner Meinung nach das wirklich mit Abstand wildeste Cover-Artwork, das zu diesem Film angeboten wird. Und das musste dann tatsächlich auch in meine Sammlung. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Finde, ist auch von NSM hier auf dem Mediabook ganz schick aufbereitet. Irgendwie kommen die Farben, finde ich, sehr schön knallig zur Geltung. Es scheint zwar ein kleines bisschen auf den Spine über, aber jetzt tatsächlich nicht in einem Ausmaß, dass ich mich sonderlich extrem drüber ärgern müsste. Da hat man bei NSM schon wirklich deutlich Schlimmeres gesehen. Wir bekommen das Backcover diesmal eigentlich halbwegs routiniert und professionell gestaltet, mit der Inhaltsangabe neben einem Ausschnitt aus einem anderen Cover-Artwork, nämlich von Enzo Schotti. Dann bekommen wir einige Bilder aus dem Film. Die Inhaltsangabe hatten wir schon, das Bonusmaterial sowie eben die Limitierung 111 Stück gibt's von diesem Mediabook nur, und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich dann für dieses Motiv entschieden habe. Immerhin habe ich ja das alte deutsche VHS-Motiv, mit dem ich ehrlich gesagt auch ziemlich lang geliebäugelt habe, hier als Frontcover vom Booklet. Das war, glaube ich, tatsächlich eben auch ausschlaggebend dafür, mich dann für dieses Cover-Artwork zu entscheiden, weil ich weiß, okay, passt, ich habe das andere Cover, das ich haben möchte, auch, und ganz so spektakulär sieht das ja eigentlich nicht aus. Vor allem finde ich die Druckqualität in diesem Fall eigentlich gar nicht einmal so beeindruckend, weil das Ganze dann doch ein kleines bisschen grob und nicht wirklich sehr scharf aussieht. Aber dafür sieht es auf der Blu-ray eigentlich deutlich besser aus, also wahrscheinlich eben auch als eigenes Covermotiv. Da ist das Bild nämlich noch einmal, beziehungsweise ist da auch noch ein weiteres ziemlich cooles Cover-Artwork zu diesem Film und ein Innendesign, das offensichtlich ist das jetzt irgendwie so der NSM-Stil, das Innendesign vom Mediabook nur in Schwarz-Weiß zu machen. Ist zwar nicht ganz so wild und störend, wie wenn es bei einem Steelbook ist, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt bei dem Film auch nicht sonderlich spannend und sehenswert, wobei ganz ehrlich, am liebsten würde ich mir den Film jetzt sofort anschauen, alleine um herauszufinden, wie zum Teufel er zu seiner Mütze mit Geweih kommt. Aber ja, oder sie zu diesem Fummel, was auch immer das sein soll. Anyways, wir können die Discs wieder reingeben und einen Blick ins Booklet werfen. Da erwartet uns natürlich wieder etwas Text neben
einigen Bildern aus dem bzw. zu dem Film bzw. hier blauen Blutspuren, die absolut furchtbar komprimiert sind. Das Ganze ist diesmal wieder relativ einfach gestaltet, aber jetzt finde ich nicht per se hässlich. Trotzdem würde ich gerne hinterfragen, warum eben diese Schwarz-Weiß-Bilder dann ab und zu immer wieder drinnen sind. Jonas Hoppe hat diesmal den Booklet-Text geschrieben. Und insgesamt ist es, finde ich, jetzt ein Mediabook, das nicht sonderlich aufregt. Und das kann man sowohl im positiven als auch im negativen Sinne meinen.